was gibt's hier eigentlich noch zu diskutieren? Was gibt's eigentlich noch zu interpretieren, wenn man sich diese Kurven hier anguckt? Es müsste doch jedem eingängig sein, was das für ein Lebensrisiko ist. Auch gestern der Appell an die Bevölkerung. Kontakte reduzieren. Viel weniger Menschen treffen. Wenn wir uns alle daran halten, werden wir alle zusammen die gewaltige Herausforderung durch dieses Virus auch bestehen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, wie ihr gesehen habt, die Zahlen gehen durch die Decke, da gibt es nichts mehr zu interpretieren. Deswegen hat uns unsere Weiseführerin dazu aufgerufen, die Kontakte herunterzufahren, damit wir dann auch die zweite Welle dann gut in den Griff kriegen, damit wir auch alle mit unseren Liebsten Weihnachten feiern können. Deswegen sollen wir alle AHA einhalten, also Abstand, Händehygiene und Atemschutzmasken. Und da muss man natürlich meinen, die Politiker, die gehen natürlich mit bestem Beispiel voran. Ja, und da war gestern Abend eine Sondersendung von Anne Will. Wir wollen mal direkt reinschauen. Die Corona-Infektionszahlen steigen in einem derart beängstigenden Tempo, dass wir wissen wollen, ob Deutschland wirklich noch die richtige Strategie hat, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu bringen. Dann wollen wir uns mal anschauen, wer denn da zu Gast war. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Michael Müller. Der ehemalige Bundesinnenminister und FDP-Politiker Gerhard Baum. Der ehemalige Kulturstaatsminister und Professor für Philosophie an der LMU in München ist da, Julian Nieder-Rümelin. Und eben erst ins Studio gekommen, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet. Ja, jetzt habe ich mal wild zusammengeschnitten, was denn die verschiedenen Politiker gesagt haben. Fangen wir an mit Armin Laschet, dem Ministerpräsidenten aus NRW. Wenn die Bundeskanzlerin jetzt wieder im Podcast zum zweiten Mal den gleichen Podcast den Menschen sagt, bleibt zu Hause, macht nur noch die nötigsten Dinge, geht nicht zu Veranstaltungen, dass auch eine Partei dann Vorbild sein muss und müssen als Gesellschaft Wege finden, kulturelles, wirtschaftliches, soziales Leben aufrechtzuerhalten und trotzdem vorsichtig sein. Das kann man. Da war vorgesehen, jeder sitzt 1,5 Meter Radius, der nächste sitzt quasi fast 3 Meter weg. Ein Gerät, was jeder Delegierte hat, wenn er sich einem 1,5 Meter nähert, fängt das an zu piepen und zu vibrieren. Alles möglich. Jetzt kurzer Einwurf, ist das die Technik, die Herr Laschet meint? Die Botschaft ist ja, reduziert überhaupt eure Bewegung, bleibt zu Hause, jedenfalls in dieser Phase der hohen Inzidenz. Am besten mal 2-3 Wochen gar nichts machen, um die Kurve wieder zu verflachen. Da ist die Bundeskanzlerin und auch wir in dem appellativen Teil an jeden, dass er versteht, wie ernst gerade im Moment die Lage ist. Mhm. Und es ist die Hoffnung, wenn wir uns daran jetzt mal 2-3 Wochen konsequent halten, können wir danach auch wieder ins Theater und ins Stadion und vielleicht auch Weihnachten, also ohne neue Maßnahmen, mit der Familie. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was Herr Müller aus Berlin gesagt hat. Ein Problem, Herr Nieder-Rümelin, haben wir nicht grundsätzlich bei den Kontakten. Wir haben sie bei allen ungeordneten Kontakten. Politik kommt doch an Grenzen. Wir können nicht vor jede Tür einen Polizisten stellen. Wir können einen Rahmen setzen, wir können auf Risiken aufmerksam machen. Und letztendlich sind die Menschen im privaten Rahmen auch gefordert, einen Weg mitzutragen. So, wir haben also gehört, unsere Politiker sind groß am Warnen. Da ist ein Killer-Virus unterwegs. Wir müssen alle vorsichtig sein, uns am besten zu Hause einschließen. So, und jetzt wollen wir einfach mal schauen, was da zum Schluss der Sendung passiert ist. Ihr kennt das ja auch, wenn die Sendungen vorbei sind, dann stehen die nochmal auf, reden ein bisschen miteinander. Aber jetzt in Corona-Zeiten, wie sieht das da aus? Also, wir schauen mal rein. Tschüss und auf Wiedersehen. So, wir sehen hier, Gerhard Baum geht zu Armin Laschet rüber und sie halten keinen Mindestabstand, keiner trägt die Maske. Wenn Armin Laschet das, was er gerade gesagt hat, ernst nehmen würde, dann müsste er sagen, okay, halten wir bitte den Abstand ein, wo ist Ihre Maske? Aber nein, das passiert nicht. Und jetzt sehen wir, wie Anne Will, die auch zu Anfang vor den ganz schlimmen Zahlen gewarnt hat. Wie gesagt, da gibt es nichts zu interpretieren, hier zu Julian Nieder-Rümelin und zu Michael Müller rübergeht.
Wir sehen Herr Michael Müller, der bleibt schön im Hintergrund, wie es auch vorgeschrieben ist, aber Anne Will geht dann zum Schluss nochmal einen Schritt auf Herrn Niederrümelin zu. Insofern da auch die Frage, glauben die nicht daran, was sie da erzählt haben? Interpretieren die das anders oder gelten die Regeln nur für uns und nicht für die Leute im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für unsere Politiker? Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist nur ausnahmsweise mal passiert, die waren sich gerade nicht diesen Regeln bewusst. Aber wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass es bei Politikern eigentlich schon länger gang und gäbe ist, dass sie die Regeln für uns erlassen, sich aber selbst nicht dran halten. Da haben wir zuerst hier im Mai unseren Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Hier möglicherweise Leben zu retten. Ja, großen Respekt auch von mir. Nehmen Sie das auch bitte den Kolleginnen und Kollegen nach Lübeck mit. Ja? Das mache ich sehr gerne. Danke. Ja. Wir sehen, für die Presse kann man dann die Maske aufsetzen, sobald die Kamera aus ist oder man denkt, dass sie aus ist. Oder hier haben wir ein Bild von ihm aus dem Südtirol-Urlaub, ohne Abstand und ohne Maske. Oder wir haben Frau Merkel, die bis Ende Juni noch nie mit Maske irgendwo gesehen wurde, aber seitdem natürlich ganz vorbildlich immer die Maske trägt. Oder hier ein Bild von Jens Spahn bei einer Wahlkampfveranstaltung Ende August in Rheine. Und zwar, wir sehen, es werden nicht die Abstände eingehalten, die Leute sitzen alle zusammen. Okay, Herr Spahn hat 1,5 Meter Abstand, wie es vorgesehen ist. Oder hier Claudia Roth von den Grünen im September. Grüß Sie. Darf ich was fragen? Zu den Corona-Maßnahmen. Was? Ja, jetzt müssen wir erst ein Foto machen. Oder? Weil Sie keine Maske tragen, zum Beispiel. Kein Mindestabstand halten. Ich habe einen Mindestabstand gehalten. Das ist ja kein Mindestabstand. Das ist der Mindestabstand, den wir halten. Den. Aber Sie wissen ja auch, dass die Masken keine Viren und Bakterien aufhalten. Doch, ich weiß. Ist ja vom Hersteller angegeben. Ich weiß, dass die Masken ganz gut und ganz wichtig sind. Und jetzt lassen Sie uns bitte das Foto. Schau es auf Video. Danke, ciao. Oder hier bei der Wahlparty der Kölner SPD, wo man auch wieder keinen Abstände gehalten hat und keine Masken getragen hat. Das war am 28.09. Oder hier ein Video von der Welt aus Mai. Doch nahe kommen sich die Abgeordneten nach einer Weile trotzdem wieder vor dem Plenarsaal. Sehr nah. Das müssen wir doch gleich mal dem Gesundheitsminister petzen. Nehmen Sie ab und zu auch mal einen Kollegen beiseite und sagen Sie, hör mal, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr Distanz. Das sagen wir uns, glaube ich, gegenseitig. Ich denke, es kommt jedem mal so. Es ist ja manchmal so, wenn man auch miteinander redet, dann will man irgendwie sich einander näher kommen. Und gleichzeitig wissen wir eben auch, dass es besser ist, Abstand zu halten. Ja, doofe Angewohnheit, dieses Dicht an Dicht. Auch Nachbarland Österreich tut sich schwer mit dem Abgewöhnen. Eben noch erklärt Bundeskanzler Kurz, worauf man denn zu achten hat. Ja, da müssen wir natürlich alle unseren Beitrag leisten, Abstand halten, so gut als möglich. Und badet Kurz danach selbst in der Menschenmenge. Also was meint ihr, waren das jetzt alles nur Ausrutscher oder gilt es hier ganz nach Orwell, alle Tiere sind gleich und manche Tiere sind gleicher, müssen die Politiker sich an ihre eigenen Regeln halten? Wir sehen halt einfach, wenn wir das nicht machen, bekommen wir dicke Bußgelder. Bei den Politikern drückt man offenbar mal ein Auge zu. Ja, das war's wieder von mir mit diesem kurzen Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich freue mich wieder auf eure Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.